In diesem letzten Teil wollen wir uns noch mit dem Bezug eines Modells zu seinem Zielsystem genauer beschäftigen. Wir kommen also zum Thema der Verifizierung und Validierung von Modellen. Dazu möchte ich mal folgendes Schema einführen, um nochmal genauer zu illustrieren, wie wir Modelle eigentlich verwenden. Was uns eigentlich beim Modell interessiert, oder was uns erstmal interessiert, ist das Zielsystem zu einem bestimmten Zeitpunkt. Was passiert ist, wenn wir das Zielsystem zu zwei Zeitpunkten hintereinander beobachten, ist, dass das Zielsystem sich in der Regel verändert hat. Haben hier bestimmte Mechanismen stattgefunden, die sozusagen das Zielsystem vom Zustand zum Zeitpunkt 0 gemappt haben in einen neuen Zustand, wo die Statusvariablen des Zielsystems sich geändert haben. Aufgrund der Prozesse, die in der Wirklichkeit abgegangen sind, schaut die Welt morgen anders aus als heute. Das würden wir gerne verstehen. Wir würden gerne verstehen, warum ist es so? Wir würden gerne Vorhersagen treffen. Wir würden das gerne checken. Aber dazu sind wir zu blöd. Das ist zu komplex. Deswegen reduzieren wir die Komplexität der Wirklichkeit und wir bauen eine Repräsentation. Wir bauen uns ein Modell. Wir schreiben ein Computerprogramm. Wir schreiben mathematische Formeln auf oder wir bauen so einen komischen Wassercomputer. Was damit passiert ist, wir haben hier so eine Komplexitätsreduktionsfunktion. Ja, die nennen wir einfach mal G. Die mappen quasi Zustände der Wirklichkeit oder des Zielsystems auf Zustände in unser Modell. Ne? Wir sprechen also hier von einer Repräsentation. Und wir haben dann ein Modell zum Zeitpunkt T0 sozusagen, was die Wirklichkeit repräsentiert. Und das Coole am Modell ist, im Modell bauen wir die Mechanismen selber ein. Das heißt, wenn sich das Modell verändert über die Zeit, dann wissen wir im Optimalfall, warum das so ist, weil wir in das Modell sozusagen direkt reingucken können. Was wir dann machen können, sind zwei verschiedene Dinge. Wir können zum einen versuchen, das Modell verwenden, um Zustände des Zielsystems zum späteren Zeitpunkt besser zu verstehen. Das heißt, wir können Rückschlüsse vom Modell auf Zustände in einem Zielsystem treffen, oder wir können das Modell verwenden, um Rückschlüsse auf die Mechanismen im Zielsystem zu ziehen. Das sind zwei unterschiedliche Arten und Weisen, das Modell zu verwenden, oft verwandt, oft werden sie auch kombiniert, aber es ist wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Wo spielen jetzt Verifikation und Validierung in diesem Schema eine Rolle? Also wir können unterscheiden. Verifikation ist etwas, was ausschließlich auf Basis der Modellebene stattfindet. Wir befinden uns hier quasi bei der Wäre, wenn wir ein Modell verifizieren, befinden wir uns ausschließlich hier in dieser Ebene des Modells. Wir schauen uns überhaupt nichts an, was das Zielsystem ist. Modellverifikation bedarf überhaupt gar keiner Nennung des Zielsystems, sondern wir schauen uns nur an, macht das Modell das, was es eigentlich soll, beziehungsweise sind die Mechanismen innerhalb des Modells stimmig, ja? Weiß ich genau, was im Modell was verursacht? Verstehe ich das Modell richtig, was die Ursache für was auf Ebene des Modells ist? Das ist die Modellverifikation. Validierung testet, ob das Modell die Wirklichkeit oder das Zielsystem gut abbildet. Das kannst du auf verschiedene Sachen machen. Man kann hier am Anfang gucken, ob man alle relevanten Zustandsvariablen des Modells im Ausgangspunkt gut dargestellt hat. Eine Möglichkeit, sich das anzuschauen. Man kann gucken, ob die Mechanismen plausibel sind im Modell. Schwierig, weil die Mechanismen im Zielsystem oft nicht direkt beobachtbar sind. Aber man kann die Plausibilität der Mechanismen kann man sich angucken. Oder man schaut, ob das Modell nach einer gewissen Zeit die Zustände des Systems darstellt. Ist das Modell zum Beispiel in der Lage, bestimmte Patterns des Systems, des Zielsystems gut zu reproduzieren? Ist das Modell vielleicht sogar geeignet, Vorhersagen für die Zukunft zu treffen? Es sind unterschiedliche Art und Weisen, das Modell auf das Zielsystem zu beziehen. Aber der zentrale Unterschied zwischen Verifizierung und Validierung ist es Verifizierung. Das ist etwas, was ausschließlich auf Ebene des Modells stattfindet und Validierung quasi das Modell und das Zielsystem in ihrem Zusammenspiel analysiert. Verifikation funktioniert das Modell in sich, Validierung Abgleich des Modells mit dem Zielsystem. Wir wollen jetzt kurz durch die einzelnen Elemente durchgehen. Verifizierung können Sie sich vielleicht vorstellen, denken Sie erstmal, das ist eigentlich langweilig, ja? Das ist ja, guck, ich habe das Modell ja selbst gebaut, ich verstehe ja, wie das Modell funktioniert. Leider ist das oft nicht der Fall, ja? Robert Axelrod, berühmter Vertreter der algorithmischer Modelle,
Der sagt hier sogar, ja, confirming, dass das Modell eigentlich macht, was es soll, ist oft mehr Arbeit, als das Modell im ersten Schritt überhaupt mal zu programmieren. Königsdisziplin der Verifizierung ist halt ein mathematischer Beweis. Deswegen finden viele Ökonomen mathematische Modelle, die man analytisch lösen kann, auch so attraktiv, weil die perfekt zu verifizieren sind. Wenn Sie für ein Modell einen mathematischen Beweis aufgeschrieben haben, Theorem hergeleitet haben, dann wissen Sie genau, was in diesem Modell zu was führt. Das ist ganz klar und ist perfekt verstanden. Wenn Sie ein sehr komplexes algorithmisches Simulationsmodell haben, müssen Sie eventuell viele numerische Experimente laufen lassen, um genau zu verstehen, was in Ihrem Modell eigentlich die Ursache für was ist. Das heißt, die Verifizierung ist sehr unterschiedlich, schwer oder leicht. Deswegen, Verifizierung ist extrem wichtig, aber wann funktioniert sie besonders gut? Wenn Sie ein einfaches oder transparentes Modell haben, ist Verifizierung einfach. Dann können Sie vielleicht sogar einen mathematischen Beweis führen. Aber auch wenn Sie ein einfaches Simulationsmodell haben, können Sie leicht alle Parameter durchsimulieren. Sie können ganz gut verstehen, was da Sache ist. Deswegen können wir sagen, je simpler das Modell, desto einfacher ist auch, das Modell zu verifizieren. Auch die Art des Modells spielt eine Rolle. Ich habe gerade schon gesagt, die beste Art und Weise der Verifizierung ist der mathematische Beweis. Das funktioniert natürlich nur für mathematische Modelle. Für physische oder algorithmische Modelle funktioniert das in der Regel nicht. Das ist auch tatsächlich, kommen wir später nochmal, auch wenn wir die Unterschiede zwischen verschiedenen Paradigmen debattieren, ist einer der größten Kritikpunkte an Simulationsmodellen in der Volkswirtschaftslehre, dass Leute sagen, ey, das ist eine Blackbox. Man weiß überhaupt nicht, was da die Ursache für was ist. Mit anderen Worten, die Verifizierung dieser Modelle ist extrem schwer. Gibt es ein super Paper dazu, was das, finde ich, sehr gut illustriert. Das habe ich Ihnen auch über die Further Readings zur Verfügung gestellt. Kommen wir jetzt zu den vier Arten der Validierung. Ja, es gibt vier Arten: Input-Validierung, Prozess-Validierung, deskriptive Output-Validierung und vorhersagende Output-Validierung. Wir werden kurz durch die einzelnen Schritte mal durchgehen. Input-Validierung schaut sich diesen Teil an, ja, also die ursprüngliche Repräsentation des Zielsystems im Modell. Man fragt sich, machen die Zustandsvariablen Sinn, die im Modell drin sind? Ist das Mapping, was ich formuliert habe, also der Teil von meinem Modell, repräsentiert den Teil in der Wirklichkeit, im Zielsystem. Macht das Sinn? Hier ist es zum Beispiel wichtig, wir können natürlich nur abgleichen, was tatsächlich abgebildet ist. Also wenn wir zum Beispiel nur einen repräsentativen Agenten im Modell haben, dann können wir natürlich nicht fragen, macht die Wohlstandsverteilung in diesem Modell Sinn, weil die Verteilung halt bei einem repräsentativen Agenten in der Regel schwer ist. Ja? Das heißt, es geht nicht nur darum, wie gut repräsentieren die Dinge, die im Modell drin sind, die Dinge, die es mappen soll, sondern auch, welche wichtigen Elemente des Zielsystems sind im Modell vielleicht gar nicht berücksichtigt. Und dann die Frage, ist das Modell überhaupt dafür designt, die zu berücksichtigen? Oder sollte es für den Zweck, für den es designt wurde, die eigentlich berücksichtigen? Oder liegt hier vielleicht einfach ein Misfit vor, dass ein Modell für ein Zielsystem verwendet wird, für das es gar nicht geeignet ist, weil es eben bestimmte wichtige Elemente überhaupt nicht abbilden kann? Auch was hier natürlich ist, wenn was direkt abgebildet ist, ist es natürlich einfacher zu beurteilen als diese berühmten As-If-Argumente. Ja, wenn Sie jetzt sagen, okay, in meinem Modell sind Individuen, die Individuen maximieren ihren Nutzen, und damit handeln sie eigentlich so wie wirkliche Menschen, weil wirkliche Menschen so handeln, also vielleicht nicht direkt ihren Nutzen maximieren, aber so, sich so verhalten, als ob sie ihn maximieren würden. Diese Als-Ob-Sachen sind immer extrem schwer natürlich irgendwie zu testen. Deswegen ist es natürlich besser, wenn Sie Heuristiken zum Beispiel direkt abgebildet haben, dann können Sie direkt eine Aussage treffen, ob hier eine gute Abbildung oder eine schlechte Abbildung vorliegt. Insgesamt kann man also sagen, dass wenn Sie mehr Sachen direkt abgebildet haben und häufiger eine explizite Aussage treffen, dann können Sie Ihr Modell besser Input validieren. In anderen Worten, Input-Validierung profitiert, wenn Sie ausreichend komplexe Modelle gebaut haben. Kommen wir zum nächsten Punkt. Prozessvalidierung. In der Prozessvalidierung fragen Sie sich, sind die Mechanismen im Modell ähnlich zu den Mechanismen, die im Zielsystem ablaufen? Sind die Mechanismen in der Realität natürlich unbeobachtbar? Die sehen Sie in der Regel nicht. Und in der Regel gibt es viele, oder ein Mechanismus können verschiedene Funktionen durch unterschiedliche Mechanismen hervorgerufen werden. Ja, also eine Finanzkrise kann hervorgerufen werden durch unterschiedliche Mechanismen. Also die Volatilität auf Finanzmärkten kann durch unterschiedliche Mechanismen hervorgerufen werden. Das macht es natürlich schwieriger. Aber trotzdem können Sie fragen, ob die Mechanismen in dem Modell plausibel sind, oder ob sie einfach
die gegen der Infos, die sie über das Zielsystem haben, extrem unplausibel sind. Prozessvalidierung profitiert in der Regel davon, wenn sie Mechanismen explizit abbilden und wenn ihr Modell modular gebaut ist. Das heißt, sie können zum Beispiel bestimmte Mechanismen anschalten und ausschalten und gucken, ob sich der Output ihres Modells verändert. Dadurch können sie nämlich gut verstehen, welche Rolle Mechanismen eigentlich in der Herstellung bestimmter Output-Statuse in ihrem Modell spielen. Welche Rolle dafür? Ja? Und das erleichtert es natürlich zu fragen, ob auch bestimmte Mechanismen plausibel sind oder nicht und vor allem, was die Implikationen von bestimmten Mechanismen in Ihrem Modell sind. Dritte Art der Validierung ist die deskriptive Output-Validierung. Hier fragen Sie sich, wie gut können Sie ein Modell an den Daten kalibrieren? Kalibrieren bedeutet, Sie wählen die Parameter in Ihrem Modell so, dass Sie, dass der Output des Modells möglichst gut zum Output der Wirklichkeit passt. Also stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt ein Wachstumsmodell in Deutschland über die Zeit 1950 bis 2000. Dann bedeutet Kalibrieren, Sie wählen die Parameter in Ihrem Wachstumsmodell so, dass das Wachstumsmodell von 1950 bis 2000 die möglichst guten Fit zu dem Zielsystem hat. Also sagen wir mal so, zentrale Output-Variante ist GDP. Dann würden Sie Ihre Parameter so wählen, dass für das Jahr 1950 bis 2000 die GDP-Werte in Ihrem Modell möglichst nah an den GDP-Werten in dem Zielsystem sind. Gefahr ist Overfitting. Ja? Das kennen Sie wahrscheinlich aus der Ökonometrie. Wenn Sie Ihr empirisches Risiko minimieren, dann packen Sie einfach möglichst viele Parameter in Ihr Modell. Dann ist es natürlich immer einfacher, quasi den Output zu fitten. Und genauso ist es auch bei Modellen. Wenn Sie ein sehr komplexes Modell haben, dann können Sie eigentlich alle möglichen Dynamiken damit abbilden. Aber dann verstehen Sie vielleicht nicht mehr, was die zugrunde Mechanismen wären. Das heißt, einfach sehr komplexe Modelle bauen, die dann bestimmte Dinge abbilden können, ist in der Regel nicht so eine gute Idee, auch weil wir gleich sehen werden, dass diese Modelle in der Regel nicht sehr gut zur Vorhersage taugen. Auch ein Problem, Äquifinalität. Wenn wir uns nur hier angucken, wie das Modell quasi bestimmte Zustände, ob das Modell bestimmte Zustände beschreibt, dann heißt es noch lange nicht, dass hier die Mechanismen in irgendeiner Form plausibel sind. Es gibt ja viele verschiedene, also die Mechanismen können dann zum gleichen Ergebnis führen, aber sehr, sehr unterschiedlich sein und eventuell auch sehr unterschiedliche Politikmaßnahmen nach sich führen. Das heißt, jetzt nur auf die deskriptive Output-Validierung zu gucken, ist in der Regel sehr gefährlich, weil es uns nicht sagt, ob das Modell in der Regel für das Zielsystem wirklich plausibel ist, weil eventuell ganz andere Mechanismen für den gleichen Output verantwortlich sind. Und es kann auch sein, dass das Modell einfach viel zu komplex ist, also sozusagen overgefittet wurde und für den konkreten Fall einen sehr guten Fit hat, aber in einer anderen Situation plötzlich ganz, ganz schlecht passen würde. Für rein deskriptive Output-Validierung, wenn wir uns sonst nichts angucken, gilt aber dennoch trotzdem, je komplexer das Modell, desto besser, ja, weil desto leichter, also je mehr Variablen Sie haben, je mehr Parameter Sie haben, desto einfacher ist es, das Modell auf bestimmte empirische Patterns zu kalibrieren. Das ist mit Sicherheit die Variante, die wir in der VWL zumindest für lange Zeit am prominentesten gesehen haben. Das wurde in der Regel gemacht. Wenn Sie jetzt irgendwie eine bestimmten Pattern in der Wirklichkeit erklären wollten, dann haben Sie ein Modell aufgeschrieben, Sie haben das Modell kalibriert und wenn es den Pattern reproduziert hat, dann haben Sie gesagt, Sie haben diesen Pattern mit Ihrem Modell erklärt. Das ist unter Umständen problematisch. Ich habe Ihnen hier mal ein Zitat von einem klassischen Ökonomen mitgebracht, Thomas Sargent. Er hat gesagt in einem Interview, "After about 5 years of doing likelihood ratio tests on rational expectations models, I recall Bob Lucas and Ed Prescott both telling me that those tests were rejecting too many good models." Bob Lucas und Ed Prescott sind quasi die Gründerväter der Real Business Cycle Theorie, also einer bestimmten Klasse von neoklassischen Modellen. Und likelihood ratio tests sind bestimmte Arten der ökonometrischen Analyse von Modellen. Was jetzt quasi Thomas Sargent hier sagt, ist, dass auf die Art und Weise Modelle zu testen, werden zu viele gute Modelle rejected, abgelehnt. Bedeutet, er hat offensichtlich eine andere Vorstellung darüber, was Modelle gut oder schlecht macht, als dass sie da einen besonders guten Fit mit dem realen Zielsystem haben. Wir werden das später wieder aufgreifen, weil eben in bestimmten Bereichen bestimmte Arten der Validierung besonders gern oder ungern gesehen werden. Und das sagt uns viel über eine Research Community aus,
welche Arten der Validierung sie als wichtig oder unwichtig empfindet. Ja? Genau. In dem Zusammenhang möchte ich gerne noch den vierten Teil der Validierung einführen, die sogenannte vorhersehende Output-Validierung oder vorhersagende Output-Validierung. Genau wie im Fall der deskriptiven Output-Validierung sind wir hier auf der Ebene der Modell-Outputs. Nur, diesmal ist die Frage, wie gut kann das Modell noch unbekannte Datenpunkte vorhersagen? Ich habe vorhin bei der deskriptiven Output-Validierung das Beispiel genommen. Sie haben ein Modell für die Bundesrepublik Deutschland, zentrale Output-Variante GDP. Sie interessiert von 1950 bis 2000 die Dynamiken vom GDP zu erklären. Das heißt, sie kalibrieren ihr Modell so, dass es von 1950 bis 2000 den bestmöglichen Fit für ihre Daten hat. Deskriptive Output-Validierung. Vorhersagende Output-Validierung. Sie fitten ihr Modell für die Zeit 1950 bis 1980 und sie gucken dann, ob das Modell, wenn sie es darauf gefittet haben, es in der Lage ist, die ihnen bereits bekannten Daten 1980 bis 2000 endogen vorherzusagen. Das heißt, da benutzen sie die Daten für diese Zeitfenster, die sie haben, um zu gucken, ob das Modell jetzt selbst in der Lage ist, diese Datenpunkte vorherzusagen. Viel, viel anspruchsvoller als deskriptive Output-Validierung, aber auch eine andere Art und Weise, Modelle zu validieren. Ja, das heißt, sie haben ein Testset, wo sie das Modell trainieren, ein Trainingset, wo sie das Modell trainieren und ein Testset, wo sie das Modell überprüfen. Und der Witz ist, dass Modelle, die besonders gut für die deskriptive Output-Validierung sind, in der Regel besonders schlecht für die präskriptive Output-Validierung sind, denn wenn Modelle zu komplex sind, sie haben Overfitting betrieben, dann haben sie einen super coolen Fit für die deskriptive Output-Validierung, aber einen miserablen Fit in dem Moment, wo sie Out-of-Sample-Predictions machen wollen, wo sie das Modell verwenden wollen, um neue Zustände vorherzusagen, das funktioniert dann in der Regel gar nicht. Und das heißt, Sie können sich hier vorstellen, es macht für das Design von einem Modell einen riesigen Unterschied, ob Sie am Ende damit Vorhersagen treffen wollen, also präskriptive Output-Validierung, oder ob Sie einfach nur erklären wollen, was ist deskriptive Output-Validierung. In so klassischen Erklärmechaniken, die Sie auch so in der Methodenveranstaltung kennengelernt haben, dieses Covering Law Modell zum Beispiel, Henkel-Oppenheim-Schema, da ist ja quasi die Vorhersage und Erklärung total strukturäquivalent. Das ist das Gleiche. Bei Modellen werden wir aber sehen, dass das Design von einem Modell einen riesigen Unterschied macht, ob wir erklären oder vorhersagen wollen. Und es bedeutet, und das schlägt sich hier nieder, Modelle, die sehr gut deskriptiv Output validiert werden können, sind in der Regel sehr schwer preskriptiv Output zu validieren. Ja? Das ist auch noch nicht weit verbreitet. Gerade bei den agentenbasierten Modellen gibt es da so einen gewissen Trend hin, aber es ist in der Ökonomik noch nicht so weit verbreitet. Es ist was, was viele Daten benötigt, technisch extrem anspruchsvoll ist, aber was natürlich extrem wichtig ist, häufig werden Modelle nämlich verwendet, um Vorhersagen zu treffen. Und demzufolge sollten sie auch dafür designt werden. Das heißt, sie sollten von Anfang an dafür designt werden, nicht deskriptiv akkurat zu sein, sondern preskriptiv. Und wann welches Modell da passend ist, das werden wir sehen, dass das praktisch einen riesen Unterschied macht. Und häufig Modelle, wo wir sagen würden, die sagen uns gar nicht viel über die Mechanismen, manchmal aber sehr gut geeignet sind, Vorhersagen zu treffen. Und das sind dann diese berühmten Modelle, die, wo wir sagen, die sind gut für die Vorhersage geeignet, aber lausig für die Erklärung. Und dieser Unterschied, der schlägt sich eben wieder in dieser Unterscheidung zwischen präskriptiver und deskriptiver Output-Validierung. Ich habe das schon angekündigt an den einen oder anderen Stellen, aber das Fiese, wenn Sie selber ein Modell bauen wollen, ist, dass es Trade-offs gibt. Ja? Ich habe schon gesagt, Modelle, die gut zu verifizieren sind, sind nicht notwendigerweise gut zu validieren. Ja? Ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele gegeben. Überlegen Sie sich mal, das Verhältnis zwischen Verifikation und Input-Validierung. Würden Sie sagen, dass Modelle, die man zum Beispiel besonders gut verifizieren kann, auch besonders gut Input-validieren kann? Fangfrage natürlich. Natürlich nicht. Wir hatten ja gesagt, Verifikation, da muss das Modell möglichst einfach sein. Input-Validierung, möglichst viele explizite Darstellungen, damit wir das genau testen und abgleichen können. Je komplexer das Modell, desto besser. Also, wir haben es hier mit einem klaren Trade-off zu tun. Ja? Modelle, die leicht input-validierbar sind, sind in der Regel schwer zu verifizieren. Gleiche gilt für deskriptive Output-Validierung. Denken Sie nochmal dran, was ich über das Overfitting gesagt habe. Je komplexer das Modell, desto leichter ist es, deskriptiv Output zu validieren. Aber desto schwieriger ist es zu verifizieren, weil es eben sehr komplex ist. Das heißt, Modelle, die einfach zu verifizieren sind, sind häufig schwieriger zu validieren.
Bei der Vorhersagen-Output-Validierung habe ich schon gesagt, das ist sogar statistisch ganz klar bewiesen, dass es hier einen negativen Zusammenhang gibt. Bei dem Zusammenhang zwischen Prozessvalidierung und vorhersagender Output-Validierung kann man jetzt ein bisschen streiten. Ich habe schon gesagt, dass Modelle, die sehr gut vorhersagen, oft keine Modelle sind, die explizit Mechanismen abbilden. Gleichzeitig würde man aber sagen, wenn Sie wirklich die Mechanismen verstanden haben, dann sollten Sie auch in der Lage sein, vorherzusagen, wie sich ein Zielsystem verändert, wenn sich eine der Variablen ändert. Das heißt, grundsätzlich sollten Sie eigentlich in der Lage sein, dass wenn Sie die Mechanismen in einem System verstanden haben, in einem Modell, dann auch Änderungen in diesem Modell vorhersagen zu können. Das ist aber sehr, sehr schwer. Hier sieht man jetzt auch sehr schön diese Trade-offs in den unterschiedlichen Modellarten, die ich vorher eingeführt habe. Algorithmische Modelle wie agentenbasierte Modelle sind zum Beispiel in der Regel sehr gut bei Input- und Prozessvalidierung durch ihre explizite Darstellung, dadurch, dass ihnen eigentlich keine wirklichen formalen Grenzen gesetzt werden. Sie haben auch oft Schwierigkeiten bei der Verifizierung, weil sie oft komplexer sind, weil wir keine mathematischen Beweise führen können und deswegen sehr genau gucken müssen, was eigentlich in den Modells, tut, also was die Mechanismen im Modell sind. Und so sehen Sie auch, dass es hier eben nicht das eine perfekte Modell gibt, sondern es kommt sehr stark darauf an, was Sie mit dem Modell machen wollen. Und dann kommt es eben sehr stark darauf an, welches Modell dafür genau richtig geeignet ist. Die Tatsache, dass diese unterschiedlichen Modellframeworks oder Arten eben unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, bringt natürlich auch Potenzial. Ja? Sie können jetzt natürlich sagen, okay, das ist schade, dass es nicht das perfekte Modell ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein großes Potenzial für die vorher schon angesprochene Modelltriangulation und überhaupt ein wichtiges Argument für Methoden- bzw. Modellpluralismus.